Oh, Steam gibt mal wieder die neue Folge vor. Es geht weiter mit Shadow of the Tomb Raider. Unuratu müssen wir befreien. Auf geht's. Letzte Folge. Wichtige Informationen mitbekommen. Oh, das sieht sehr beeindruckend aus. Oh Mann, ey. Ich habe noch heute noch nicht gesagt, wie schön dieses Spiel ist. Ich sag's jetzt. Herausforderungsgrab. Das Herausforderungsgrab ist irgendwo hier links um die Ecke. Das können wir eigentlich mal machen. Wenn die Gräber bisher alle sehr, sehr, naja. Naja, machen wir das mal. Scheiße, sie gibt nach. Oh Scheiße. Nein. Wow. Habe ich genau richtig gesprungen. Hab schon aufgegeben wollen. Und jetzt? Oh. Aber ich sehe nichts, ich muss noch weiter runter. Chantal Kukulkan, Janujesi Kukuchil, Leach Kushulmako. Baksuch Tulak, Leach Kushulmako, Laili Kalkabobo. Den Insul Besikolo, Matun Chantal. Baksuch Tulak, Leach Kushulmako, Laili Kalkabobo. Den Insul Besikolo. Oh, ich bin den richtigen Weg gegangen. Das gab es da hinten irgendwo. War da ein Tempel? Habe ich gar nicht gesehen. Chantal. Gato cultico. Kulkan ya un castig leucan mabe nixel. Maili uchug le chibi lujo. Ha, ya nu castig. Le kentun kuchuk. Ukini le tumben yo con cabo. Tulaka les maki mako la lo. Yete le ah kushul mako. Ya nu satsalobo. Tacto pictani el jabo. Buya, buya. Ash. Megin Waltin Buyak Wabash te tankabo. Hetz Basho Katukultik. Alles gut. Tinwalik Tech, Jambach Timbuyak. Tubsech, Kabetin Liksikimbao, Yalwaku Yatal, Ulak Bateli Tuhaji. Tindikes Mahimbaman Tats. Makachi. Da hinten geht's auch noch weiter. Kann ich da einmal außen rum gehen? Malo. Ishi kakini telo. Beishaiten. Unaku helsal.
Das ist Quetzalcoatl, die gefiederte Schlange. Die Azteken verehrten diesen Gott als eine Kraft der Natur, die für Wind und Regen verantwortlich war. Wenn er zornig war, konnten diese Naturphänomene ins Extreme ausarten, um Erde und Himmel zu reinigen. Aus diesem Grunde wurde Quetzalcoatl auch mit Gerechtigkeit und Erbarmen in Verbindung gebracht. Eine Legende besagt, er habe betrunken Inzest mit seiner Schwester begangen und sich anschließend selbst in Brand gesteckt, um für diese Tat zu büßen. Dann stieg seine Asche zum Himmel auf und er wurde außerdem zu einem Gott des Lichts. Ein Inzestgott. Das ist übrigens eine Kreatur aus Final Fantasy 8. Da gibt's den nämlich auch. Wie auch immer heißt. Ich möchte den Namen nicht aussprechen, weil ich ihn sicherlich falsch aussprechen werde. Ja, nee, das wollte ich nicht. Krypta entdeckt. Da ist eine Krypta. Ich muss auf jeden Fall irgendwie nochmal zurückkommen. Möglicherweise mit dem Seil und dann auf die andere Seite. Was ist das? Ein Monolith. Da muss ich ja so oder so nochmal in irgendein Grab nochmal machen kann. Mögen die Flüsse der jenseitigen Welt ruhig sein und Uturankas Boot robust genug, um sie zu befahren. Ich kann kaum den Boden sehen, falls es überhaupt einen gibt. Naja, also ich kann den Boden sehen. Augen auf, Mädchen. Ja, dann gehen diese wir mal Höhle da. Entstand durch einen unterirdischen Fluss. Ist das jetzt die Krypta? Ja. Da oben ist eine Schnitzerei. Okay.
Oh, Überhang. Hab, Lara. Dahinter muss irgendetwas sein. Oh, das ist nicht gut. Oh, verdammt. Oh, verdammt. Könnten wir vielleicht laufen? Ich glaube, mehr weiter steigt es nicht, ne? Ach, das haben wir schon geschafft. Überreste Chamakas Kriegsweste. Diese alte Weste aus Wolfsleder. Danke, dass ich das lesen durfte. Naja, wahrscheinlich ist der Weg deutlich einfacher. Das Geheimnis von 4 Krypten, ne? Das ist sogar vielleicht eine Sache, die ich durchaus mal Bock hätte zu machen. Zieh mir raus hier. Scheiße, wo war denn der Ausgang? Oh nein. Da. Puh. Das war für mich halt das absolute. Also das ging. Ich glaube, da würde ich allein schon bei den Gedanken würde ich, glaube ich, sterben. War ja wirklich noch nie so richtig tauchen. Also schnorcheln oder so, nicht mal das. Aber ich glaube. Irgendwo festzuhängen und nicht mal rauszukommen, das war für mich die absolute Hölle, war glaube ich für jeden Menschen die absolute Hölle. Da ruhig zu bleiben und nachzudenken in dem Moment, das ginge glaube ich gar nicht. So hart Panik zu schieben. Ist der Ausgang? Ja. Wenn da ist Level geladen dahinter. Kann ich mal auf die schlaue Uhr gucken. Habe noch Zeit. Hübsch. Das heißt, wir müssen jetzt nach unten. Ja, jetzt bin ich falsch. War schon richtig da oben. Naja, dann eben nochmal. Doch da weiter. Was sehe ich gerade nicht?
Oder war das nur für die Krypta, um hier hochzukommen und ich muss außen rum? War ich da vielleicht doch schon richtig? Ja, das sieht. Ja, das sieht nicht richtig aus. Doch, da geht's weiter. Und dann? Aber was die ganze Sache noch ein bisschen spannender gemacht hätte, wenn man so... Ich bin über den Fluss, fast am Gefängnis. Hier sind überall Wachen. Wir sind unterwegs zum Fluss. Melde mich, wenn wir dort sind. Okay. Wenn tatsächlich irgendwie so ein Zeitlimit wäre mit dem Klettern, wenn man sich da beeilen müsste. Ich glaube, es gab es in den alten Tomb Raider-Spielen, gab es das, dass man da nicht genügend Zeit hatte. Nee, du musst Muckis ohne Ende haben, ey. Unuratu. Die Schatulle ist nicht in Paititi. Ich weiß. Also bin ich gezwungen, Amaru zu folgen. Alles, wofür ich immer gekämpft habe, geht verloren. Aber das werde ich nicht zulassen. Komm mit, ich helfe dir. Es ist keine Zeit mehr. Jemand muss die Schatulle finden. Wenn die Sonne nicht aufgeladen oder die Welt neu erschaffen wird, sind wir alle verloren. Ich habe noch einen Hinweis. Glaube ich zumindest. Die Tattoos auf deinem Arm, Raya und Eclipse, dieselben Symbole waren auf dem Altar, in dem die Schatulle gewesen ist. Was? Was bedeuten die Symbole? Dieses hier zeigt mein Schicksal, das Purpurfeuer von Chakchel. Und dieses hier zeigt die Vergangenheit. Es steht für Sinchi Chikwa. Den letzten wahren Herrscher von Paititi. Sein Grab ist im oberen Teil der Stadt. Kannst du mich dorthin führen? Sie sind bereits dort gewesen. Wenn es dort etwas Interessantes gäbe, hätten sie es längst gefunden. Amaru hat den Hinweis nicht. Er weiß nicht, wonach er suchen soll. Das Grab ist bestimmt schwer bewacht. Wir finden einen anderen Weg. Das wird gefährlich. Ich weiß. Dann sollten wir uns beeilen. Wie gut die Mimik und Gestik in dem Spiel ist. Gut. Durch ihn habe ich dich gefunden. Er müsste jetzt bei Uchu sein. Die Mimik und Gestik in dem Spiel, das habe ich zuletzt wirklich eigentlich nur bei den Naughty Dog Spielen gesehen von Uncharted und Last of Us. Haben wir echt gut hinbekommen. Gibt's hier sonst noch irgendwas? Jetzt haben wir Unurato als Begleiterin. Vorläufig zumindest. Jonah, ich bin bei Unuratu. Oh gut, Edsley will mit dir reden. Mutter, wir schicken Verstärkung.
Soll ich Uchu helfen oder mit der Ablenkung Boden erobern? Du hast das Sagen, solange wir getrennt sind, Edsley. Traue deinem Instinkt. Bara, warum gehen wir nicht denselben Weg? Oh, jetzt wird gekämpft. Sie hat schon die Haltung eingenommen. Und tschüss. Krass, wie sich gerade. Was hat das denn gerade? Hat sich die Lichtstimmung ganz schön komisch geändert. In so einem Orangeton. Gehen wir. Den Lappach. Tschüss. Meinst du, das waren die letzten? Im Moment. Wir müssen schnell zur Oberstadt. Du gehst vor. Das beschreibt etwas in der Nähe. Ein vormals wilder Krieger, aufgestellt zur Warnung. Ich fiel aus seinem Mund und liege nun zu seinen Füßen. Ach, jetzt sind wir hier. Jetzt kommen wir auch zum... Oh, nö, das meine ich. Ohne mich. Das ist ein großer Bereich, den ich da durchsuchen müsste. Und wir sind gerade... Ist gerade bei ihr. Ich glaube, das war's. Gehen wir. Moment. Da gibt's noch ein Grab. Können wir da kurz nochmal hin? Ach komm. Ich würde sagen, ich mache mal an der Stelle die Jüte-Folge ist mir soweit. Die Zeit verfliegt wie im Flug. Und dann gehe ich mal. Ist das doch schon wieder der falsche Eingang? Das muss irgendwie weiter oben sein, glaube ich. Naja, ich guck mal gleich und dann schaue ich mir mal das Grab an.